Ausnahmezustand im hessischen Friedberg. Auf der Bühne der Provinz erscheint der Gangster-Rapper Haftbefehl. Er ist der neue Star auf der dunklen Seite der Musik. Ein böser Junge mit übler Vergangenheit und schmutzigen Texten. Pfeife Music präsentiert meine Stadt Frankfurt. Haftbefehl gibt euch Böse, ihr Wichser. Buh! Der gebürtige Offenbacher soll der zu Tode gelangweilten Hip-Hop-Szene neues Leben einhauchen. Haftbefehl weiß, wovon er redet bzw. rappt. Asphaltlyrik mitten aus dem Leben. Offenbach, Frankfurt, Freimaurerstadt. Ich verkauf weiter Drugs und ich scheiß auf die Cops. Ich bleib auf dem Takt und du triffst mal gar nichts. Nicht mal das Loch deiner Fotze. Das neue Album schoss in der letzten Woche von 0 auf Platz 4. Ein Underdog auf dem steilen Weg nach oben. Die Fangemeinde ist begeistert. Die Kids sehen mich vielleicht als Vorbild. Ja, wenn man was erreichen kann, egal wo man herkommt. Bevor er Platten verkaufte, dealte der ehemalige Wettbürobetreiber mit Kokain. Doch der Schnee von gestern interessiert ihn nicht mehr. Der Haftbefehl von heute lebt eher bürgerlich. Ich trinke gerne mal Alkohol. Ich gehe dafür nicht mehr in Puffs. Ich nehme keine Drogen. Aber Sie rappen ja ganz oft über Kokain. Ja, das habe ich doch früher gemacht. Früher habe ich Kokain verkauft. Ich sag doch die Wahrheit, ich habe mich als Mensch geändert. Ich bin nicht mehr so, wie ich war. Aus der Gosse zum Geschäftsmann. Wobei das eine die Voraussetzung für das andere ist. Bei Gangster-Rappern ist die böse Pose Teil des Erfolges. Gefeiert wird Haftbefehl vor allem wegen seiner Slang-Ausdrücke, die für Nicht-Eingeweihte kaum zu verstehen sind. Eine Sprache, die er selbst kanakisch nennt, mit Codeworten aus einer anderen Welt. Tokat, Kopfab, Mortal Kombat, Vollkontakt, à la Ombak, komm ran. Was heißt das? Tokat heißt Ohrfeige. Tokat, Kopfab, also Ohrfeige, dein Kopf ist ab. Tokat, Kopfab, Mortal Kombat. Mortal Kombat ist Mortal Kombat, ist ein PlayStation-Spiel. Mit seiner runtergestrippten Version der deutschen Sprache trifft Haftbefehl den Nerv einer Zielgruppe, die lieber feiert als faselt. Er ist fast schon mehr Entertainer als eigentlich so Rapper. Deswegen auch dieses Ganze von diesem Lied, dieses Chabos, wissen, wer der Babo ist. Das kennt ja mittlerweile auch jeder. Also der hat irgendwie so ein Gespür dafür, glaube ich. Sauber! Das war's schon mit der Aufnahme. Mehr zum Thema am Sonntag um 22:40 Uhr bei Spiegel TV.